Interessanterweise gibt es auch Kritik an Pulse of Europe. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero hat vor 2 Wochen bei Spiegel Online ein bemerkenswertes Interview gegeben und sich zu den Motiven der Leute geäußert, die da auf die Straße gehen. Und sinngemäß hat sie gesagt, naja, mit blau-gelben Fahnen auf die Straße gehen, ein bisschen herumwedeln und sich für mehr Europa einsetzen, das ist auch erstmal relativ einfach. Denn damit ist ja gar nicht gesagt, was das konkret heißen soll. Wortwörtlich sagt sie, ohne klare Forderungen bricht jede Bewegung schnell zusammen. Und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber ich glaube, dass Frau Gero recht hat mit dem, was sie sagt. Denn wenn man sich alleine das europapolitische Programm der jungen Liberalen anguckt und es vergleicht mit dem europapolitischen Programm unserer Mitbewerber, dann tun sich innerhalb der Forderung mehr Europa, weniger Europa riesige Differenzen auf zwischen dem, was man wirklich will. Wir sind uns doch einig mit den politischen Mitbewerbern, dass das Thema Jugendarbeitslosigkeit eine zentrale Zukunftsherausforderung für die europäische Politik ist. Aber Sozialdemokraten, Linke, Grüne schlagen einen europaweiten Mindestlohn vor und wir sind der Auffassung, schon in Deutschland sind die Unterschiede zwischen den Branchen, zwischen den Regionen so groß, dass staatliche Lohnfeste zum mehr kaputt macht, als sie am Ende nützt.